Hallo meine Lieben, wie versprochen, jetzt geht es weiter an unserer Rundpasse und dann ist dieses jetzt Teil 3. Teil 1 und Teil 2 habt ihr ja schon gesehen, das waren zwei ganz kurze Videos und nun geht es weiter. Bevor es weitergeht, möchte ich euch noch ein paar Erklärungen abgeben, denn einige haben meine Rechnung leider nicht verstanden. Kann ich verstehen, wenn man noch nie eine Rundpasse gemacht hat. In diesem Sinne, wir nehmen das jetzt einfach mal auf zwei Nadeln, um das einmal anzuprobieren. Und ich gehe noch einmal mit euch eine Rechnung durch, wie man das auch berechnen kann, bevor wir dann anfangen zu stricken. So, ich hoffe, mein Handy hat genug Speicherplatz für heute. Ansonsten werden es 4, 5, 6, 7, bis wir den rundpassenden Pullover zusammen fertig haben. Ich habe mir einige schöne Muster überlegt. Auch bei dem letzten Muster, was ich euch aufgeschrieben habe, da brauchen wir 8 Maschen und nicht 7 Maschen. Aber jetzt machen wir nochmal eine Rechnung. So, kommt mal mit. Trotzdem Dankeschön für eure lieben Kommentare, für alle, die da gut folgen könnt. So, man hat ja sonst immer Einzelteile gestrickt und da habt ihr doch eigentlich sicherlich eure Maschen. Ich nehme mal meinen Pullover, meinen ganz normalen Pullover von ein Vorderstück, was 100 Maschen hat. Dann haben doch meistens die Arme oben auf der Schulter, wenn man fertig ist mit den Armen, 80 Maschen. Wir haben zwei Arme und wir haben zwei Teile. Also das hier mal 2. 200 und 160. Das heißt, wir brauchen im Brustumfang, da wo der Pullover mit mehr Weite passen soll, unsere 360 Maschen. Damit wir, wenn wir oben anfangen, abteilen können, stilllegen können, die Arme stilllegen können und dann in der Runde weiterarbeiten. Das ist das Schöne an einer Rundpasse. Meine Rechnung, die ich euch gesagt habe, die ich als Vergleich, nur als Vergleich. Selbstverständlich kann man eine Rundpasse auch ganz, ganz anders stricken, aber im Vergleich eines Raglan. Im Raglan habe ich immer 4 Zunahmestellen. Auch diese 4 Zunahmestellen kann man variieren. Man kann, ich gehe aber jetzt von den normalen aus, man kann auch in der Raglan-Linie jede Reihe eine Zunahme machen. Ich habe aber die Rechnung genommen von jeder zweiten Reihe. Man macht in der Regel in jeder zweiten Reihe eine Zunahme von 8 Maschen. Das hatte ich gesagt. Dann habe ich einmal ein Muster erwähnt, ein Muster mit einem Umschlag. Das ist für mich immer so, in der Reihe, wo ich dann hier meine Umschläge mache, als Zunahme, 8-mal, ist die zweite Reihe eine Leerlaufrunde, wo ich keine Zunahmen habe und die Umschläge als rechte Masche stricke. Und dann ist wieder in der dritten Reihe wieder eine Zunahme habe. Entweder mit Umschlag oder eine Masche aus der Raglan-Linie rausstricken. Und das war meine Rechnung, wo ich gesagt habe, so haben wir, wenn wir in der Rundpasse angenommen 8 Runden ein Muster haben, in diesen 8 Runden
keine Zunahme machen können, weil wir da ein Muster haben, haben wir mit hin und einmal in der Runde, wo wir nicht zunehmen können, entweder 2 Reihen, 4 Reihen, 6 Reihen oder 8 Reihen. Dann möchte ich wieder meine Zunahmen machen. Ich habe jetzt, ich nehme mal diese Grundreihen, die 4 Reihen, habe ich keine Zunahme gemacht. Also heißt das 8, 16, 24, 32 Maschen fehlen mir. Und diese 32 Maschen nehme ich dann wieder in der 9. Reihe dazu. Und das verteilt. Angenommen, ihr habt jetzt hier dann schon eure 200 Maschen, so wie ich das jetzt schon habe, nach meinen 7 Runden, zeige ich euch gleich, habe ich ja die letzte Zunahmerunde hier gemacht. Nun möchte ich ein Muster machen. Das Muster geht über 6 Reihen, wo ich Muster habe, sprich mit Umschlag sind das dann Doppelreihen. So versteht sich das bei mir. Also 6 und 6 sind 12. Und in diesen 12 Reihen habe ich keine Zunahmen. Und dann muss ich gucken, was mache ich nach meinem Muster, wenn ich das dann gemacht habe, wie viel Zunahmen brauche ich dann? Und somit kann man ganz, ganz einfach den Raglan ausrechnen. Hauptsache, ihr kommt, wenn ihr untere Arme seid, zu euren Hauptmaschen. Es gibt auch Rundpassen, wo man nach alle, das ist ganz, ganz einfach, wenn man nur rechts stricken möchte, wo man in jeder 8. Reihe 30 bzw. 32 Maschen zunimmt in der Rundpasse. Dann habe ich aber auch schon mal eine Rundpasse gestrickt, wo ich hier oben mein Bündchen hatte und musste nach dem Bündchen schon meine ganzen Zunahmen machen für meine ganze Rundpasse, für das Muster und konnte erst nach dem ganzen Muster unter den Armen die letzten 8 Reihen meine Zunahmen machen für die Einteilung der Ärmel und beziehungsweise Vorder- und Rückenteil. Ich hoffe, diese Rechnung hilft euch ein bisschen weiter, dass ihr da was mit anfangen könnt. Und sonst müsst ihr euch einfach Videos angucken von denen, wo ich es gelernt habe. Ich habe ganz viele Videos mir angeschaut von Ragmela und von Thorsten Duitt. Da habe ich die Rundpasse sehr, sehr, sehr gut gelernt. So, ich mache jetzt mit meinem weiter. Dann mache ich mit diesem Muster weiter. Mit dem, aber erst einmal, um selber zu schauen, wie meine Rundpasse jetzt passt, mache ich das immer so, entweder auf Scooby-Doo-Bänder oder auf die nächste Nadel. Und ich stricke jetzt einfach mal zur Hälfte weiter. Dann war noch eine Bitte, dass ich noch einmal dieses Schlingenmuster erkläre. Und dann komme ich gleich wieder. Ich drücke mal eben auf Stopp. So, jetzt kommt mal erstmal eine Farbexplosion. Seht ihr, wie schön das liegt? Hier sind schon super schöne Zunahmen drin. Es spannt nichts, es fällt nichts, gar nichts. Das heißt, ich stricke jetzt bis zum runden Ende und dann können wir mit dem nächsten Muster beginnen. Ja. Super gut. So, bis gleich. Ich stricke bis zum runden Anfang.
Und ihr müsst eine Maschenzahl haben, die sich durch 8 Maschen teilen lässt. Ich habe 6 Maschen zu wenig. Diese 6, ach, bin ich am Ende. Und diese 6 Maschen, die mir fehlen, die nehme ich jetzt einfach verteilt noch zu. Hauptsache, ihr habt teilbar durch 8. Bis gleich. So, auf Wunsch kommt hier noch einmal das Schlingenmuster. Also, ihr geht, ihr habt hier 2 Maschen. Da geht ihr zwischen den beiden Maschen durch. Holt euch die Schlinge, zieht die lang und strickt die nächsten beiden einfach rechts ab. Das ist alles. Einmal noch. 1, 2 Maschen, einfach dazwischen. Faden holen, kommst du wohl mit. Faden geholt, lang ziehen. Und somit ist das auch eine Zunahme mit einem schönen Muster. So, jetzt kommt das nächste Muster für unser Büro. Dazu habe ich die erste Masche links. Rechts, links, rechts, links. Dann ein Umschlag, eine abheben, 2 Maschen zusammenstricken und den Umschlag drüber holen. Die Masche, nicht den Umschlag. Der Umschlag bleibt da. Und noch wieder ein Umschlag. Und wieder von vorne. Das sind unsere 8 Maschen. Eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Das sind 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt einen Umschlag machen und die nächsten 3 Maschen. Eine abheben, 2 zusammenstricken. Und die abgehobene drüber ziehen. Umschlag nicht vergessen. Eine Masche links. Ihr könnt den Umschlag auch andersrum machen. Ich habe den immer so rum. Eine Masche links. Eine Masche rechts. Eine Masche links. Eine rechts. Eine links. Einmal noch, ein Umschlag, eine abheben, 2 zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen. Ein Umschlag. Und dann fängt der Rapport von vorne an. Die nächste Runde, alle Maschen, so wie sie erscheinen, die linke auf links, rechts, links, rechts, links, Umschlag rechts, diese Mittelmasche rechts und die Masche auch. Dieses, was ich euch gesagt habe, die beiden Reihen, wiederholen wir insgesamt, also zweimal noch wiederholen, einmal so wie jetzt gezeigt, dann noch zweimal wiederholen und dann wird das versetzt. Das heißt, ihr habt hier vorne die linke, die lasst ihr.
Dann hebt ihr diese Masche ab, diese rechte, strickt diese beiden rechts zusammen und hebt die, die ihr abgehoben habt, drüber her. Dann kommt eine linke, die bleibt auch links, dann eine rechte, dann eine linke, eine rechte, eine linke. Umschlag, eine abheben, zwei zusammenstricken, die abgehobene überheben. Das meinte ich eben mit 12 Reihen. So haben wir und wir sehen uns wieder, wenn ihr das gemacht habt. Das würde den Rahmen sprengen in einem Video. So lange könnte ich meine Kamera gar nicht laufen lassen. Ich zeige euch das aber noch mal gerne, erkläre euch das noch mal gerne, wenn ihr es nicht so verstanden habt. Ich zeige euch noch mal meine Erklärung. Die könnt ihr dann abfotografieren. Dieses ist immer eine Leerrunde, wo wir die Umschläge stricken, aber die Maschen, die ihr hier vorne seht, die bleiben gleich. Die 6 Runden. Hier habe ich es schon einmal versetzt und hier bleibt die linke über den linken Maschen und diese bleibt auch über den linken Maschen. Also eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Das ist der Umschlag und das ist unser Dreieck, wo wir eine Masche abheben, zwei zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Und wenn wir diese Reihen gemacht haben, das sind ja 12 Reihen, dann machen wir wieder eine Zunahmerunde und ich lasse mir wieder neues Muster einfallen und dann komme ich wieder. Okay, und wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas nicht verstanden habt, schreibt mir das gerne. Ich helfe euch da weiter. Hier habe ich nochmal meine Rechnung aufgeschrieben. Also ich bin angefangen mit 102 Maschen. Dann hatte ich 152 Maschen. Und dann habe ich zugenommen und hatte 200 Maschen. Da brauche ich ja meine Maschen, die ich im Rapport gebrauche. Da fehlten mir ja 6 Maschen. Die nehme ich in dieser Runde zu. Und somit hatte ich jetzt 14 Runden, beziehungsweise 7 Runden von hinten gezählt mit insgesamt dann 14 Reihen. Ich hoffe, das war und zweimal erst zugenommen. Ja? Und ich arbeite mich mit meinen Zunahmen auf meine Maschenzahl von 360 Maschen hin. Wie ich euch das erklärt habe. Denn das brauche ich. Ich stricke das Ganze ja nur mit einer Nadelstärke 3. Also brauche ich da. Und ich probiere immer wieder an. Nach diesem Muster werde ich wieder anprobieren. Und dann nehme ich euch wieder mit. Okay. In diesem Sinne, habt einen schönen Sonntagabend. Und denkt daran, ich deklariere das jetzt als drittes Video, also drittes Teil vom olivfarbenen Pullover. Es sei denn, was hat Petra gesagt? Dieser Wein, Feltina, ich weiß es nicht. Ich lasse ihn bei der Olive stehen oder Olivbulli. Von daher könnt ihr es besser finden. Okay, in diesem Sinne. Einmal ein bisschen wackeln. Bis dann, eure Bärbel. Macht gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, viel Spaß beim Stricken.